Hallo, liebe Griefer Games Freunde, mir ist tatsächlich noch eine Anwendungsmöglichkeit eingefallen für die Rotationsmaschine. Manchmal kann man es brauchen, manchmal nicht, manche mögen es, manche nicht. Und zwar der Impulsverzögerer. Jetzt sagen wir mal, ihr braucht einen Impuls mit einer ganz, ganz niedrigen Frequenz. Das heißt, ein Puls, dass er sich alle 10 Sekunden mal oder alle 20 Sekunden mal oder vielleicht jede Minute mal. Ja? Wenn ihr das zum Beispiel mit Trichtern lösen wollt, da kriegt ihr die Krise. Weil da braucht ihr mächtig, mächtig viele Trichter. Das Ganze lässt sich aber auch über die Rotationsmaschine lösen. Und zwar, hier seht ihr wieder das Standardmodell, was ich etwas angepasst habe. Im Grunde habe ich nichts verändert, außer dass ich die Blöcke hier, ich muss dazu sagen, ich verlinke wieder das Video zur Rotationsmaschine, verlinke ich wieder in der Beschreibung. Da könnt ihr dann genau euch nochmal anschauen, wie die Rotationsmaschine grundsätzlich gebaut wird. So, das ist wichtig zu sagen. Gut. Impulsgeber verlinke ich auch nochmal. Jetzt schauen wir uns das ganze Ding nochmal an. Diesmal werden hier einfach irgendwelche Blöcke rotiert. Ja, ich habe hier einfach gelbes Glas genommen. Und ein Redstone-Block. Und der ist wichtig. Hier habe ich meinen klassischen Impulsgeber. Ja, hier. Wenn ich den jetzt anschließe, einschalte mit dieser Redstone-Lampe, die ich in der Hand halte, dann wird das Ganze anfangen zu rotieren. So, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich setze jetzt und jetzt mache ich Folgendes. Nee, ich setze hier direkt die Lampe hin. So, und jetzt rotiert dieser Redstone-Block. Alle anderen Blöcke sind im Grunde uninteressant. Und jetzt nehme ich Redstone. Staub. Pack den hier hin. Was passiert da? Gar nichts. Natürlich nicht. Weil es ist ja nichts da, was irgendwie das Redstone aktivieren könnte. Ein Redstone-Block kann aber die Leitung aktivieren. Und genau das passiert, sobald der Redstone-Block an dem Redstone ankommt, nämlich jetzt. Ihr seht, hier werden permanent Impulse ausgegeben, aber die Zeit, die es braucht, bis hier ein Impuls ausgegeben wird, hier, das ist praktisch die Zeit, die so ein Impuls braucht, multipliziert mit der Anzahl der Blöcke. Ja, wir haben hier einen Impulsverzögerer auf Basis der Rotationsmaschine. Wie gesagt, Rotationsmaschine, den exakten Bau und allgemein Impulsgeber werde ich nochmal in der Beschreibung des Videos verlinken. Viel Spaß damit!